So, jetzt machen wir die passende Frisur zum Birthday-Look, also die Birthday-Haare. Dazu braucht ihr einen Toupierkamm, am besten so einen, der ganz dünne Zähne hat. Dann ganz viele so Haarklammern, also mehr als diese jetzt, noch mehr, ich habe die jetzt alle hier liegen. Einen dünnen kleinen Haargummi. Und Haarspray. Das war's eigentlich. So, wir fangen dann erstmal an, die Haare zu toupieren. Eigentlich das ganze Haar. Komplett. Das muss jetzt nicht so toll aussehen. Einfach mal durchtoupieren. So. Ich mach das jetzt mal und ich bin dann gleich wieder zurück, okay? Okay, wenn ihr das also habt, nehmt ihr die Haare auf die Seite, also kämmt so ganz leicht auf die Seite. Und dann nehmt ihr eure Stecknadeln und klemmt die dann fest. Also so. Am besten im Zickzack, dann hält es auch besser. Und das dann ganz entlang. Das sollte ungefähr so die Hälfte von eurem Kopf sein. Da kommen dann die Nadeln hin. So ein paar mehr, so richtig, dass es eben fest, sich fest anfühlt. Das mache ich jetzt mal weiter und dann komme ich gleich wieder. So, wenn ihr das dann habt, sollte es ungefähr so aussehen. So, dann kommt der trickige Teil sozusagen. Ihr nehmt also das Haar auf der anderen Seite und versucht, eine Banane zu schlagen. So, dreht ihn dann so ein. So, damit ihr ungefähr ja, alle Nadeln so bedeckt. So. So. Und das fixiert ihr dann wieder mit euren Nadeln. Also wie das hier oben aussieht, ist nicht so schlimm. Das könnt ihr dann am Ende nochmal korrigieren. So, also die Banane sollte falsch herumlaufen, sozusagen verkehrt herum. Nicht nach oben, sondern der restliche Teil soll nach unten fallen. Okay, dann glättet ihr am besten nochmal hier oben alles aus. So, mit ein bisschen Haarspray fixieren.
Also jetzt nicht so richtig durchkämmen so, sondern den Kamm so flach halten und dann einfach nur so entlang fahren. So, dann nimmt er jetzt den unteren Teil hier. Ist total blöd mal wieder, weil ich vorne keinen Spiegel habe jetzt. Und ich sehe auch nicht wirklich, was ich tue. Naja, also ihr teilt jetzt den unteren Teil in drei Teile und fangt dann an zu flechten. Bis unten hin. So. Das fixiert ihr dann mit eurem Gummiband. Und dann nehmt ihr hier diesen Zopf, steckt ihn so an die Seite. Das verdeckt nochmal richtig eure Nadeln, die ihr da hattet. So. So, den oberen Teil verstecken wir, also stecken wir hier so rein in die Banane, machen vielleicht ein bisschen Haar hier drüber. Ja, so. Und stecken das auch nochmal fest. So. So sieht es dann aus. So. Das Ganze fixiert ihr noch mit Haarspray und schon habt ihr euren Look. Ein bisschen. Aber das hält schon ganz gut. Also durch diese Nadeln hält es wirklich super. Es ist natürlich noch besser, wenn ihr solche Nadeln kauft, die so aussehen, die einfach nur so sind. Ich habe sie, aber ich finde sie jetzt gerade nicht. Deswegen musste ich hier diese normalen Stecknadeln nehmen. Aber die sind besser für solche Zöpfe zum Feststecken. Ich zeige es euch nochmal, so sieht es dann aus. Ja, wenn ihr wollt, könnt ihr hier noch so eine Blume hinsetzen, um das nochmal aufzupeppen. Ja, ich lasse es jetzt so eher schlicht. Vorne ist dann einfach ganz schlicht zurück. Und von der Seite sieht es so aus. Also sowas könnt ihr auch dann nochmal feststecken mit euren Nadeln. Hier sowas. Aber das ist dann der Look. Jupp. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und geholfen. Und viel Spaß bei eurem Geburtstag dann. Tschüss.